Moin meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Empire Total War mit mir zusammen in Malte, mit dem guten Königreich Österreich-Ungarn und ja, wir sind immer noch mitten im deutsch-deutschen Bruderkrieg und haben beim letzten Mal München eingenommen. Wichtiges Thema, haben dort eine relativ harte und große Schlacht geführt, sind jetzt aber tatsächlich Herr von München geworden, haben jetzt die ganzen Dinger hier noch nicht repariert, aber ich könnte das jetzt eigentlich sogar tun, wir haben ja sogar Aussicht auf 12.000 Taler, fällt mir gerade auf. Dann lasst mal die wichtigsten Gebäude hier reparieren. Genau, dass wir da so ein bisschen wieder Instandhaltung reinkriegen. Hier in Sachsen steht das ja sogar alles schon. Ja, und dann tatsächlich sind wir mit der Runde schon so weit durch. Ja, was ist das Wichtigste jetzt natürlich ganz klar? Heute so ein bisschen das Thema Berlin steht auf dem Zettel. Ich werde das Ding auch nochmal reparieren gehen. Ja, denn hier steht eine volle Armee drin. Manu steht schon grundsätzlich drumherum und ein bisschen am Lauern. Aber ich werde tatsächlich mich hier in dieser Runde noch passiv halten, um einfach die Armee noch auffüllen zu lassen. Die in der nächsten Runde dann, glaube ich, fertig mit auffüllen. Und dann können wir tatsächlich gucken, ob wir dann vielleicht irgendwie Berlin ein bisschen unter Druck setzen können. Genau. Ansonsten, restliche Kriege mit den Niederländern noch quasi gar keinen Kontakt. Bayern, wie gesagt, haben wir beseitigt. Die Osmanen werden jetzt halt wahrscheinlich relevant werden. Die werden jetzt wahrscheinlich anfangen, tatsächlich uns ein paar Handelshafen zu blockieren. Weil ich mit meiner Flotte gerade mal in der Straße von Gibraltar bin ungefähr. Das heißt also, ich werde wahrscheinlich noch 2 Runden brauchen oder so, bis ich dann mit der osmanischen Flotte im Mittelmeer aufnehmen kann. Ich glaube, die internationalen Wettbewerbe sind noch ein stärker destabilisierter Faktor als der Vorgänger. Ja, klar, die schwingen da natürlich auch noch mit rein. Muss man natürlich sagen, darf man nicht vergessen. Ja, yeah, 4-mal Werbung, 4-mal nicht zu mich. Es geht sogar. Bei mir ist es, wenn ich Werbung habe, so 50-50. Mal ist was für mich dabei, mal ist auch irgendwelche Beauty-Produkte, wo ich mir denke, ja, klar, super. Ich und Beauty-Produkte. Ich lege zwar Wert auf mein Äußeres, aber so sehr dann doch noch nicht. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, also machen wir diese Runde wieder einen Haken hinter und schauen mal, wie die Preußen und Niederländer und auch die Osmanen, die jetzt ja mit neu dabei sind, reagieren werden. Ein bisschen habe ich momentan das Gefühl eigentlich, dass es ein halber Weltkrieg ist, so vom Gefühl manchmal. So, die Niederländer schicken Flotte aus, besetzen jetzt tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen was von unseren Handelsrouten. Ja, wie gesagt, die sind jetzt natürlich völlig anfällig. Unsere K&K-Marine, sie ist zwar da, aber sie ist halt gerade vom Anspruch her stark genug, um die Adria zu decken. So, dann kommen jetzt die Preußen mit erstmal einem Missionar hier an, den ich am besten demnächst hier beiseite räumen kann. Nein, ich werde hier weiter nicht eingreifen, weil ich erstmal meine Armeen soweit fertig gepusht haben möchte. So, da kommen die Osmanen, die jetzt tatsächlich mit fast einer vollen Armee Richtung Konstantinopel unterwegs sind. Aber da steht noch Adi, also kann das tatsächlich noch vollends decken. Und weiter gibt es tatsächlich keine Flottenaktion. Das machen sehr schön. Das gibt der K&K-Marine ein bisschen Zeit, um nochmal ins Mittelmeer reinzukommen. Und das waren, glaube ich, alle wichtigen Kriegsjahre. Wobei, Maraten gibt es noch, aber von denen erwarte ich halt wieder bis auf ein bisschen Handelskrieg hier und da nicht so besonders viel. So, die Schweden räumen nochmal auf, ein bisschen gegen die Preußen. Aber auch nicht besonders überraschend. Ja, von Maraten kommt auch gar nichts. Oh, sehr schön, Barbaresk. Oh, wollte gerade sagen, räumen die niederländische Flotte weg. Nee, die sind einfach Versager. Versageresken-Staaten sind das, nicht Barbaresken. Versageresken. Obwohl, sie ziehen nochmal eine gute Flotte zusammen. Vielleicht geht das damit dann gleich besser. So, wir haben einen neuen Edelmann. Sigismund May, der in Österreich auftaucht, ist auch nicht so unpraktisch. Den muss ich nämlich wohin jetzt setzen? Ja, Coburg könnte jetzt halt mal einen Edelmann tatsächlich gebrauchen. Nachdem wir jetzt da uns dafür entschieden haben, die Stadt da zu halten, wäre das nicht verkehrt. So, weiter geht's. Nächster Punkt, Savoie mit Bayern mit Streiks. Ja, okay, aber die dürften sich jetzt auch in Grenzen halten. Genau, nachdem wir es repariert haben, ist ja wieder okay. So, Eigenschaften haben wir noch erhalten. Oh, Gauss ist ein Werkskontrolleur geworden. Das, habe ich das schon vorgelesen? Ich glaube nicht, ne? Gucken wir mal ganz kurz rein. Bauen bedeutet viel mehr, als darauf zu achten, dass ordentlich gemauert wird. Supi, ist tatsächlich also an. Achso, ist ein Anhänger, stimmt. Werkkontrolleur ist Anhänger. Genau, okay, und Schwab ist tatsächlich plus Zufriedenheit ein veradelt. So, und dann haben wir noch die Feldkartoffel, meine Lieben. Ja, wo wir gerade hier in preußischen Gebieten unterwegs sind, passt das ja ganz gut. Nach den Epidemien und Hungersnöten in den preußischen Gebieten wurden die Bauern angewiesen, Kartoffeln anzubauen, um zu überleben. Die in ganz Europa lange als Modespeise abqualifizierte Kartoffel ist eigentlich ein reichhaltiges, nahrhaftes Lebensmittel, das sich ohne großen Aufwand für den Anbauer in großen Mengen ernten lässt.
Außerdem lässt sich der Anbauprozess in der Hälfte der Zeit abwickeln, die für eine entsprechende Weizenernte erforderlich ist. Die Bauern sind natürlich unglücklich über einen königlichen Erlass, der sie buchstäblich ihres täglichen Brotes beraubt. Doch zur Durchsetzung dieses Gesetzes entsandte Soldaten werden wohl dazu beitragen, dass sie ihre Einstellung zu dieser Angelegenheit doch noch ändern. Ja, aber tatsächlich die Preußen jetzt hier, klar, Krieg, ne? Da gibt es natürlich auch ein bisschen Mangelernährung. Da werden sie jetzt tatsächlich ein bisschen gemaßregelt. So, wir werden hier nochmal die letzten Ausbauten tätigen. Hier, wie gesagt, die Jungs dürfen erstmal pausieren und sich erstmal erholen. Jetzt meine gesamte Spionagetruppe darf sich erstmal jetzt hier um den neuen Erich Pfeffer kümmern. Dass mir hier ja endlich das aufhört mit diesen ganzen dummen Missionaren. Sehr schön, Attentat erfolgreich. Supi. Und dann weiter hier in die Richtung. So, Manu müsste jetzt ja wieder vollständig aufgebaut sein. Sehr gut. Auch die Armee steht ja vollständig. Das heißt, jetzt werde ich mit der hier, mit Manu, Berlin belagern. Aufgehe. Obgleich, ich soll vielleicht die Armee an. Hä? Jetzt. Jetzt geht's. So, das war ein bisschen umständlich. Jetzt werde ich das Ding hier belagern gehen. So, mit den Jungs machen wir jetzt hier erstmal Sachsen frei. So, Sachsen befreit. Kriege ich jetzt halt nicht mehr ganz zurückgeschippert, aber wird trotzdem reichen. So, hat sogar eine Eigenschaft halt in der Holzer. Kaltblütender Beschuss geworden. Mein Glückwunsch. So, und dann ist jetzt halt die Frage, wie das mit Berlin aussieht. Der Rest ist ja soweit okay. Ja, genau. So, die Berliner Frage. Wir sind eigentlich schon verhältnismäßig stärker. Und ich glaube, das wäre auch eine Schlacht, die wir Manu sogar per Automodus schlagen lassen könnten. Müsst ihr mal gucken. Sagt mal eure Meinung dazu. Wie sieht es mit Total War aus? Warhammer 3, wird das hier auch gezockt? Nee, ich mag Warhammer tatsächlich nicht. Also, es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, dass also alles, was in der Zeitspanne spielt, so von 30-jährigen Krieg an, finde ich sehr interessant. Aber da hat Total War leider nicht so besonders viel zu bieten. Tut mir leid, Stefan. Übrigens sind Kartoffeln auch gut für die Versorgung. Da gibt es gute Kartoffelsuppen. Ah, ich habe letztes Mal eine Kartoffelsuppe gegessen, die fand ich gar nicht geil, aber naja. Ist halt jetzt auch kein Glücksessen. Ja, wie gesagt, warte nochmal kurz hier. Feedback rein, sagt Manu. Alles klar. Dann würde ich sagen, lasst uns das hier mal als Autoschlacht schlagen. Ich würde mal hoffen, Manu, mit einer vollen Kapelle soll das aber eigentlich reichen. Und tatsächlich hast du den Sieg auch davongetragen, wenn auch unter großen Verlusten. 900 Verluste sind tatsächlich relativ deftig. Aber dafür haben wir jetzt tatsächlich Berlin besetzt. So, was jetzt natürlich dazu führt, dass wir erstmal dich reparieren müssen mit 4000 Talern. Dann das Observatorium wir herstellen müssen für 1000 Taler. Das Ding herstellen müssen. Und dann haben wir tatsächlich auch schon alles hergestellt, was geht hier in Brandenburg. Und tatsächlich bist du ein Liebling der Klatschpresse geworden, mein lieber Manu. Plus 2 auf Gefechten. Die freie Presse druckt fast nie schlechte Nachrichten oder unfreundliche Kommentare über diesen General. Wiederholte Siege bei größeren Kämpfen haben diesem Mann Aufmerksamkeit der Presse zugetragen. Wiederholte Niederlagen im Kampf könnten halt diese Eigenschaft schaden. Also dementsprechend Manu gönnt sich jetzt nochmal auf seine 66 Lenzen mittlerweile. Hat er sogar tatsächlich noch geschafft, seinen Einmarsch in Berlin durchzuziehen. Mein Glückwunsch Manu. Also steht es officially in Berlin. Ach ja, Magdeburg brauche ich jetzt aber nicht noch eins von ihr. Das wird dann jetzt doch ein bisschen viel des Guten. Das ist hier eine Poststation. Ja, die kann stehen bleiben. So, das heißt tatsächlich, wir beschränken jetzt, also unsere Kriegsziele haben wir schon durchgesetzt, wir beschränken Preußen jetzt tatsächlich auf ein relativ kleines Staatsterritorium. Ihr könnt mir jetzt ja mal... Ja, mal schieben wir es mal hier hin. Ja, doch, ist mal okay, genau. Können wir von hier aus dann nämlich ein bisschen Unfug treiben gegen die Preußen. Ja, ihr könnt mir jetzt tatsächlich dann nochmal erzählen, wie eure Friedenskonditionen denn aussehen würden. Weil da würde ich tatsächlich sagen, könnte man jetzt in der nächsten Runde mal anfangen, über den Frieden nachzudenken. Beziehungsweise wirtschaftlich so weit kaputt zu machen, dass sie dann einen Frieden haben wollen. Also das wäre jetzt, fände ich, im Bereich des Möglichen. Müsst ihr, wie gesagt, mal sagen, wie ihr dazu steht. Abrupt stehen, Katholizismus 40%. Okay, hier sind wir auch bei 30 immerhin. Ja, genau. Hier unten ist natürlich Katholizismus voll in Bayern, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, dann die K&K Marine-Einheit. Rutscht noch ein Stück weiter vor. So, und wird relativ zeitnah dann, ich denke mal, in 2 Runden dann einsatzfähig sein, um dann gegen die osmanische Flotte in den Krieg zu ziehen.
Ja, in die Osmanische Front gucke ich auch noch mal ganz kurz rein, aber das, wie gesagt, sah ja in Ordnung aus. Da haben wir jetzt halt die Armee grundsätzlich hier. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt überhaupt rüber können, die Schlacht zu schlagen. Selbst wenn, naja, das kostet mich jetzt nur Geld. Ich kann das Geld besser beisammen halten. Da werde ich die Osmanen jetzt noch nicht maßregeln gehen. Könnte aber später kommen. Was mit Spanien? Muss man sagen. Ungern im Automodus. Ja, gut, aber das habe ich tatsächlich. Also, das war okay. Also, es war jetzt nur die Frage, ob rein oder ob wir es jetzt mal belagern sollten. Das war tatsächlich die Frage. Also, wo ich den Balken gesehen habe, das war jetzt nichts, was, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt noch die nächste Schlacht direkt hinterher setzen. Da hatte ich jetzt ja heute. Also, ich hatte jetzt heute auch schon einige Schlachten gehabt. So ist das ja nicht. Dieser dumme Neffe hat einfach meine Truppen dezimieren lassen. Uiuiui. Der hat zu viel österreichischen Wein getrunken. Alles, was wir jetzt besitzen, gehört uns. Alles andere ist Verhandlungsmasse. Okay. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, erstmal diese Runde sind wir sowieso durch. Jetzt kann ich tatsächlich nicht mehr viel machen. Lasst mal auf die nächste Runde gehen und dann schauen wir, was Phase ist. Also ansonsten, was die spanische Gesamtsituation angeht, da ist halt Frieden, aber ich habe halt meine Grenzen sicherheitshalber auch abgesichert. Also in Savoyen, in Turin stehen tatsächlich eine volle Armee und hier unten in Neapel zumindest ein bisschen was, dass wir da einigermaßen unterwegs sind. So, weiter geht's. Mittlerweile ist das Karantara, aber tatsächlich, wenn man auch unten nochmal so ein bisschen auf die Karte guckt, auch gar nicht so schlecht unterwegs. Das kann sich durchaus sehen lassen. So, Niederländer mit ein paar Flottenbewegungen, aber nichts Wildes. Ja, mit Niederländern hat man auch noch so gut wie keinen Feindkontakt eigentlich. So, hat man sogar genau genommen gar keinen Feindkontakt. Also das Thema ist tatsächlich relativ lässig. Bisschen preußische Flottenbewegungen, aber auch nichts Großes. Ja, jetzt werden sie sich wieder bemühen, eher Kopenhagen abzusichern, das ist natürlich klar. Und die Armee, okay, zieht das aus Rostock, die größte, die sie noch haben, so dieses kleine Teilstück, zieht sie da auch noch zurück, genauso wie jetzt halt die ganzen Edelleute, die dann natürlich Gefahr laufen, von meinen Agenten sonst Pops genommen zu werden. Ja, und damit wird dann Hannover jetzt abgesichert, okay. So, die Osmanen gehen wieder zurück, Richtung Anatolien, haben also auch dann nicht so besonders Lust, noch weiterzumachen, also von daher passt das. So, die Schweden beseitigen mir nicht die weiteren Preußen. Oha, da haben sie Schweden tatsächlich einen so einen Deckel gekriegt. Das trotz extremer Überzahl eigentlich, so rein einheitenmäßig. So, guck mal, was die barbareskische Berufsflotte nochmal macht. Macht die noch was Interessantes? Ne, die geht nur weg. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch schon in der nächsten Runde angekommen. Und zwar in Siebenbürgen mit einem neuen Missionar. Den weiß ich auch schon, wo der hinkommt. Der kommt nämlich nach Sachsen. So, und dann haben wir in Weißrussland die Eisenwerkstätten fertiggestellt. Forderungsschreiben aus Brandenburg, Arbeiterstreiken in Brandenburg. Ja, das Ding können wir jetzt aufmöbeln gehen. Wir haben einen neuen Hafen, der in Kroatien nochmal entsteht. Also hier wunderschön an der Adria. Oh, da würde ich tatsächlich sogar fast, wenn es gehen würde. Ah, nee, wir haben schon viele Industrialisierungspunkte. Weil wie viel ist das Trockendock? Minus 1. Es wird zu minus 2. Bei minus 2 könnte ich mir eigentlich sogar erlauben. Ich kann den nämlich sogar zur Not noch den Gouverneurssitz ausbauen. Dann würde ich mich tatsächlich sagen, bauen wir hier den zweiten Marinehafen direkt daneben. Weil wir haben ja hier Handelshafen, Handelshafen, Handelshafen. Ein Marinehafen. Handelshafen. Fischerhafen. Handelshafen. 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 Fischereiflotte, die muss auch nochmal ausgebaut werden darf. Ja, und dementsprechend also noch keinen zweiten Marinehafen. Und das könnte sich tatsächlich mal lohnen. Dann würde ich mal sagen, bauen wir eine zweite Schiffswerft. So, 7000 Taler haben wir noch. Hier stand jetzt ja alles. Das war alles Tutti. So, du sicherst mir jetzt diese Sachsen-Gegend ab. Aber das können wir sogar am besten machen, glaube ich, wenn wir uns nach Erfurt reinstellen. Ja, genau. So, Thüringen, geh mal hier rein. Genau, nach Thüringen. Sichern die Geschichte jetzt hier ab. Sachsen selber steht ja tatsächlich sogar ohne meine Beihilfe. So, dann können wir jetzt hier gucken, dass wir die Gebäude reparieren. Infrastrukturell müsste hier demnächst dann auch noch ausgebaut werden. Machen wir in Friedenszeiten etwas eher. Ja. Doof ist halt natürlich noch die Einheiten hier vorne. Kriegen wir ein bisschen schwer mit. Können wir dann nochmal gucken. Wir machen jetzt erstmal mit den Agenten wieder ein bisschen Ärger. So, warte. Sabotage 21% ist nicht so gut. 48 gefällt mir schon eher. Schade, klappt nicht. Gut, dann der nächste Agent. 48.
Sehr gut, erfolgreich. Was wünscht ihr? Und du gehst hierhin auch 48%. Leider enttarnt. Okay, das sind jetzt unsere ganzen Spione gewesen. Ich glaube, ja. Mehr Spione haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ne, genau, das waren tatsächlich jetzt alle unsere Spione. So, da haben wir jetzt tatsächlich nochmal wirtschaftlich ein bisschen Krieg geführt. Dann würde ich sagen, wäre jetzt mal so eine Anfragezeit für eine preußische Friedensverhandlung. Weil eigentlich bin ich prinzipiell jetzt zufrieden. Ich habe alles besetzt, was ich haben will. Macht es gemäßigt. Sind zwar immer auch wohlhabend, aber nicht wieder wie uns spektakulär und furchterregend. ja, Friedensvertrag. Technologien. Hätten sie tatsächlich sogar das Pelotonfeuer und das selektive Züchten. Ich frage einfach mal ganz frech an. Wenn wir die beiden Sachen kriegen, wäre ich schon happy. Natürlich nicht. Eins von beiden, wenn ich das Pelotonfeuer mir ergaunern dürfte, wäre schon cool. Oder das andere. Nein. Gut, okay, da das nicht funktioniert, bin ich jetzt tatsächlich so gesehen für einen einfachen Frieden mit vielleicht 500 Zahlungen für 5 Runden. Bisschen Kriegs... Upsala. Kriegsreparation wollte ich gerade sagen. Wiederholt, 5 Runden mit 500. Jetzt geht das. Jetzt noch ein bisschen Finanzen, vielleicht kriegen wir ein paar Kriegsreparationen. Ne, gut, dann bin ich bei Weißen Frieden jetzt schon gelandet. Nein. Okay, das müsste ein Frieden sein, dem wir was geben, aber da bin ich noch nicht gewillt zu. Das heißt, das lassen wir erstmal noch stehen, die Kriegsfront. Hier kann ich mittlerweile dann das Gebäude auch wieder reparieren. Jetzt zumindest das repariere erstmal, was da ist. Ja, hier wie gesagt diese 2 Einheiten, das kann ich jetzt noch nicht vertreiben. Es sei denn, aber bei doch, aus Westpreußen komme ich sogar raus. Ey, dann geht das sogar. Dann können die 4 Reservetruppen jetzt hier tatsächlich den Preußen. Oh Gott, das sind ja nur 13 Leute, ja, den Rest geben. So, am nächsten Runden dann da rein. So wird nochmal ein bisschen aufgehübscht, die Bilanz. Und ja. Dann sieht das eigentlich soweit ganz passend aus, finde ich jetzt zumindest. Ja, euer Majestät. Kurze Frage, Bayern hat noch minus 3. Ja gut, also minus 3 ist zu handeln, das ist ja relativ zeitnah vorbei. So, gut, das heißt, jetzt haben wir glaube ich alles getan, was geht. Ich würde mir ganz gern, wie gesagt, also ja noch ein bisschen Kriegskasse vorhalten, auch wenn wir noch 14.000 machen. Ich glaube, das passt. So, dann gucken wir mal wieder rein, was habt ihr noch so geschrieben? Wir können es nicht von unseren österreichischen Bürgern in Berlin und anderswo erlauben, unter degenerierten Preußen zu leben. Wir haben die Verantwortung unserer Bürger. Moin, grüß dich Daniel. Falkenstein ist im Übrigen bleibt jetzt bis zum Tod in Berlin. Er hat seine Pflicht getan. Mein Lebensabend soll in Berlin sein. Okay, dann lasse ich dir deinen Lebensabend in Berlin. So, das wird noch eben kurz genehmigt. Heil dir im Verliererkranz. Und zumindest alles militärischen erbaut sichere schön, also mit allem militärischen erbaut er sicherlich noch ein paar schöne Schlösser in der Gegend. Ich bin eher bescheiden, ein Haus der Patrizier reicht mir aus der Innenstadt heraus. Ja, dann, wenn das so einfach ist, das lässt sich ja sicherlich arrangieren. Gut, dann, wie gesagt, würde ich sagen, haben wir die Runde auch schon wieder abgehakt, wenn es die Preußen so nach und nach so ein bisschen aus dem Territorium raustreiben. Ich könnte mir jetzt vorstellen, mal vielleicht das für Separatfrieden mit den Maraten rauszuhandeln. Hättet ihr Bock drauf, dass wir da vielleicht mal was machen? Ne, habt ihr auch nicht so. Gut, dann würde ich sagen, Separatfrieden könnte ich mir auch nochmal mit den Holländern vorstellen. Ne, möchten auch nicht. Gut, dann machen wir tatsächlich aus diesem Runde einfach einen Haken hinter. Ups, dann bin ich gerade kurz rausgeflogen. So, jetzt geht's ja. Mist, ich glaube, ich habe den K&K-Flottenverband gerade vergessen zu bewegen. Kann das sein? Hupsi, da habe ich mir jetzt eine Runde verschenkt gegen die Osmanen. Nicht so gut. Die hätte ich tatsächlich schon weiterschieben dürfen. Oh, jetzt haben sie tatsächlich sich noch ein bisschen hin und her bewegt, was ich gar nicht so viel gerade gesehen habe. Ach, die sind mit der Flotte da oben hochgegangen Richtung Schweden, um die zu nerven.
Oh, hier kommen ein paar Mordopfer potenzielle. Sehr schön, das sehe ich natürlich gerne. Die Jungs kann ich jetzt natürlich richtig versuchen kalt zu stellen. Da gibt es einen großen intellektuellen Abfluss gleich bei den Preußen, habe ich gehört. Beisetzung der Wiederhofburg, dann gibt es nationalen Trauertag. Ja, dann gibt es auf jeden Fall nationalen Trauertag. Also wenn der Manu dann sich verabschiedet, dann ist Trauerfeier angesagt. Aber wie gesagt, 66. Ich denke mal, so ein paar Jährchen wirst du vielleicht noch haben, so 3 oder 4, die du dir jetzt nochmal entspannt ausklingen lassen darfst in Berlin. Das gibt's nicht! Oh mein Gott! Manchmal sind Spielstände schon wild. Oh mein Gott! Paris ist wieder im Besitzer gewechselt. Und dieses Mal hat es niemand geringerer genommen, einfach als Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat jetzt ganz Frankreich in Kontrolle. Ihr werdet mir jetzt alle Baden und Schwaben. Das gibt's doch nicht. Ja gut. Egal, machen wir weiter mit der Längenuhr. Diese Uhr zeigt sehr genau an und zeigt die Zeit sehr genau an und ermöglicht den Seeleuten eine einigermaßen Berechnung des jeweiligen Längengrads. Während sich der Breitengrad von den Seeleuten relativ leicht berechnen lässt, ist das Bestimmen des Längengrades deutlich schwerer. Bei der Koppelnavigation kann es passieren, dass man bei der Bestimmung der Position gleich um ganze Wegstunden daneben liegt, was die Annäherung an eine vermutlich von Riffen gesäumte Küste äußerst riskant macht. Wenn man aber die Heimatzeit zuverlässig ablesen kann, ist es möglich, sie mit den örtlichen Messungen zu vergleichen und daraus einen Längengrad zu berechnen. Im 18. Jahrhundert war schlechte Navigation ein gefährliches Problem. Admiral Sir Cloudesley oder so ähnlich, Showell von 1650 bis 1707 und 1400 weitere Seeleute in seinem Geschwader der Royal Navy kamen ums Leben, als die Flotte vor den Scilly-Inseln auf Grund lief. Mit Hilfe von Koppelnavigation wurde eine Position bestimmt, in der die Flotte eigentlich hätte sicher sein müssen. Erschwert wurde das Ganze für die Navigation noch dadurch, dass niemand die Scilly-Insel mit Sicherheit auf einer Seekarte vermerken konnte. Es waren also eindeutig Verbesserungen bei den Navigationswerkzeugen erforderlich. Der British Longitude Act, zu Deutsch das britische Längengradgesetz von 1714, wollte Abhilfe schaffen. Demjenigen, der ein Verfahren entwickeln würde, mit dem sich die Positionierung erfolgreich berechnen ließ, wurde eine Belohnung von 10.000 britischen Pfund in Aussicht gestellt. Der englische Uhrmacher John Harrison, bis 1776 gelebt, entwickelte einschließlich eines Chronometers, der die Zeit dafür dauerhaft sehr genau anzeigte. Allerdings kostete ihm weitaus mehr Mühe, das Geld von dem widerspenstigen Regierungsausschuss dann zu bekommen. Ja, so ist das halt. Versprochen wird immer vieles, eingehalten immer so vieles. So, ein Staatsbeamter ist gestorben. Ach, der Gauss hat's erwischt. Heißt, wir gehen in unser Kabinett hinein und schauen uns mal um. Momentan ist ja sein Sohn Wendel Gauss. Oh nee, das könnte sogar eher sein Enkel sein. Als nächstes Justizminister ist 22 Jahre alt, das ist gut. Der wäre 52, das ist nicht so gut. Ja, dann lassen wir tatsächlich den einfach im Schatzamt stehen. Gibt es halt wahrscheinlich ein paar steuerliche Einbußen, aber dann kann man zur Not noch leben. So, weiter geht's mit der Atomtheorie, aber vorher muss ich noch mal eben ganz kurz einen Schluck trinken, denn das ist ja doch schon relativ viel lesen wieder. So, jetzt muss Frankreich mal nach Österreich, sagt Henker. Ja, das ist schon wieder ein Bild. Das schönste Land in Deutschland, Gaun, das ist mein Badener Land. Es ist so herrlich anzuschauen und ruht in Gottes Hand. Drum grüße ich dich, mein Badener Land, du edle Perle im deutschen Land, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf mein Badener Land. Henker sagt dann, gehst du mal raus, um dem Adi im Bosporus zu helfen? Henker, Manu, nein. Soll ich das für dich machen? Meine Königin hat die Briefe und meine Meinung zum Adi erfahren, sie muss es regeln. Na, alles klar. So, was wir jetzt mal regeln, ist die Atomtheorie. Eine neue von dem brillanten dalmatinischen Wissenschaftler Ruja Josip Boskovic unter dem Titel Theoria Philosophiae Naturalis Redacta ad Unicam Legem Virium in Natura Existium, oh Gott, veröffentlichte.
veröffentlichte Theorie so hat unter den Wissenschaftlern für großes Aufsehen gesorgt. Dieses neue Werk stellt den Versuch des juristisch des Jesuites, nicht juristisch, hoppla, Jesuiten Boskowitz dar, die Struktur des Universums besser zu erklären. Die Atomtheorie von Boskowitz geht davon aus, dass die Objekte nicht aus einer soliden, beständigen Materie zusammengesetzt sind, sondern aus gewaltigen Mengen von punktähnlichen Gebilden bzw. Atomen bestehen, welche die kleinsten nicht weiter zerteilbare Partikel sind. Des Weiteren geht er davon aus, dass diese Atome die Zentren der Kraft sind und dass diese Kraft je nach den Abständen der Atome variiert. Ja, genau. Die Perspektive, die diese Theorie auf unsere dreidimensionale Welt im Mikrokosmos eröffnet, bedeutet ganz sicher neue Erkenntnisse und wird zu einem besseren Verständnis der Gesamtzusammenhänge führen. So sieht's aus. Übrigens, ich gehöre zu den Leuten, die des Weiteren ganz gerne zusammenschreiben. Ich hoffe, das wird irgendwann geändert, dass es auch wirklich des Weiteren in einem Verbund ist. Wenn ich mal irgendwas damit zu melden haben sollte, irgendwie mal im Bildungsministerium landen sollte, ich setze mir auf ein, dass des Weiteren mit, also zusammengeschrieben wird. Mich nervt das. Für mich ist das kein getrenntes Wort. Des Weiteren ist ein Wort für mich. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter im Kontext und schauen jetzt mal, wo wir als nächstes hier ansetzen. Also in Bayern bin ich momentan ganz zufrieden. Das ist okay. Ich bin hier mit der Armee auch zufrieden. Manu steht jetzt hier auch wieder auf voll ausgerüstet. Das ist gut. So, diese Armee wird noch aufgebessert, aufpoliert wieder. Wird jetzt aber auch in Wismar dann stationiert. Ja, genau. Und dann jetzt hier wird der Grenzposten aufgebaut. Manu, haben wir gesagt, bleibt in Berlin, soll stehen. So, dann haben wir jetzt unsere ganzen Spione, die sich jetzt tatsächlich hier verdingt machen dürfen. Sehr gut. Erster schon mal beiseite geräumt. Teil 2. Leider enttarnt. Teil 3. Leider enttarnt. Teil 4. Leider enttarnt. Schade, mit 4 Spionen nicht erfolgreich gewesen. So, ich würde tatsächlich mich sogar trauen, jetzt mir aus Kopenhagen rauszulaufen, weil ich denke, dass ich hier vorne noch gleich ein bisschen Unfug anrichten kann. Versuchen wir das Bauerngebäude dabei zu sabotieren. Sehr gut, immerhin das klappt. So, und wie gesagt, dann wird es jetzt den halt einen Agent nach dem nächsten kosten hier. Einen Edelmann nach dem nächsten. Und dann, ja, versuchen wir dann darüber jetzt so langsam wieder Fuß zu fassen. Gut, okay, das passt. Jetzt mal eben die K&K-Flotte. Damit ich die jetzt nicht schon wieder vergesse. Darf jetzt weiter ausschippern. So, und damit sind wir jetzt zumindest erstmal erfolgreich in unseren eigenen Gewässern unterwegs. So, hier vorne ist auf jeden Fall so rund um den Bosporus noch erstmal die 2 Flotten. Das wären erstmal die, die ich als erstes versuchen wollen würde zu schlagen, wenn es geht. Ich denke, unsere Marine ist ja zumindest nicht total finster. Das könnte also vielleicht funktionieren. Was wünscht ihr von mir? So, du gehst nach Sachsen weiter. Und dann können wir jetzt tatsächlich mit unseren 18.000, die wir haben, sogar ein bisschen was ausbauen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal uns ein bisschen um. Hier hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Ne? Das hatten wir alles weit ausgebaut gehabt. Hier wäre natürlich ein Freudenhaus und ein paar so grundstationäre Probleme, die man angehen könnte. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich möchte eher so ein paar wirtschaftliche Vorteile noch genießen. Wie zum Beispiel die Eisenwerkstätten der Lombardei, die tatsächlich gebaut werden können. Supi. Nehmen wir mal mit. Hier in Rom ist noch okay. Ja, genau. Und dann gab es jetzt ja hier in den neuen Gebietschaften. Ne? So, hierhin ist okay auch alles. Ja, genau, dann gibt es jetzt hier neun Gebietschaften noch weiter. So, hier müsste mal tatsächlich sowas wie eine Kirchenschule oder so hingebaut werden. Sind ja auch immer, weil, ja, wir sind bald fertig mit dem Konvertieren. Ja, dann machen wir ein paar Stationen draus. So, können auch ein königliches Gut sogar hier aufbauen. Hierhin haben wir unsere... Achso, lol, da können wir königliches Gut aufbauen. Da können wir doch nicht mal unsere... Ach Gott, wir sind in der Bauernbelegschaft ja noch so weit hinten, ne? Stimmt, wir sollten ein bisschen selektive Züchten mal bei Zeiten fördern, damit wir da tatsächlich mal in Sachen Landgewinn und Großgrundbesitz weitermachen können. Huch! Ja, das soll ich tatsächlich auch noch demnächst machen, beziehungsweise wir hatten jetzt da gerade ein Längengradmesser. Das sind halt, ah, wobei 11 Runden ist gerade noch im Bereich des Verträglichen. Komm, dann machen wir da jetzt weiter, damit wir da auch mal langsam fertig werden mit. So, dann kann ich auch noch hier sogar ein königliches Gut bauen. Das hat sich jetzt auch noch so ergeben. Hier können wir Eisenminen-Dampfpumpen machen, sind bei plus 4, das ist okay. Genau, so, dann wird das ausgebaut. Und dann gucken wir jetzt mal eben, ob Westpreußen schon geteerte Straßen hat. Nein, haben sie noch nicht. Dann kommt da das letzte Geld rein. So, dann sind die jetzt soweit ausgebaut. Dann als nächstes müsste dann noch Sachsen in der nächsten Runde dann nochmal neue Straßen kriegen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Super, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir das soweit stehen. Ich glaube, ich bin auch tatsächlich soweit zufrieden.
Also, ja, das dürfte, denke ich, passen für heute. Ich suche nur Menschen für mein Handwerk. Jetzt bekommt Mo ein Herz, Kaspar. Oh, die schöne Geheimdienstarbeit. Ja, genau, die schöne Geheimdienstarbeit. Wo meinst du, bekommt Mo ein Herz, Kaspar? Das musst du mir nochmal sagen, Manu. Beziehungsweise, das reiche ich euch dann draußen für in der nächsten Folge nach. Ich bedanke mich draußen bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Abend, beziehungsweise Tag ist es ja für euch. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Ausgabe wieder, die dann auch die letzte des ja, aktuellen Streams sein wird. Hier wieder der Hinweis, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, immer donnerstags, meine Lieben, auf Twitch, 20 Uhr geht's los. Da muss man mal gucken, je nachdem, wie das so aussieht. Nächster Stream ist ja tatsächlich dann sogar mit optimalem Internet wieder. Das heißt also, da muss ich mir dann auch keine Gedanken mehr drum machen, hoffe ich zumindest. Und ja, dann gucken wir mal immer so, wie weit wir es schaffen. Mal, also so Zielzeit sind mal 2 Stunden, jetzt heute mache ich mal ein bisschen länger, heute mache ich mal 3 Stunden. Aber ja, so wie das halt gerade in den Kram passt. Gut, dementsprechend also danke fürs Dabeisein auf YouTube. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Twitch Link ansonsten noch in der Beschreibung, falls ihr mit dabei sein wollt. Bis dahin würde ich sagen, also ja, bis zur nächsten Folge oder nächsten Stream. Haut rein und ciao! Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 € geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.